Hat angefangen mit einer Sportverletzung im linken Knie. Hab zwei Spiegelungen machen lassen. Und vor 5 Jahren war es so, dass es immer schlimmer geworden ist. Ich Probleme gehabt habe. Ich konnte nicht mehr wandern. Ich konnte Sport kaum mehr betreiben. Vor 2 Jahren habe ich angefangen, intensiv mal mich mit Knieaustausch zu beschäftigen. Ich habe die Vulpius Klinik ausgesucht, weil hier ein Rapid Recovery Programm stattfindet. Das heißt im Prinzip eine Mitarbeit des Patienten zur schnellen Genesung. Grüß Gott. Morgen. Bei Ihrem ersten Besuch in unserer Klinik werden Ihre Befunde, Röntgenbilder und die Unterlagen Ihres Orthopäden in unser Klinik-Informationssystem eingelesen und dem Arzt in der Sprechstunde zur Verfügung gestellt. Sie bekommen noch Fragebögen mit. Über den Fragebogen erhalten wir weitere wichtige Informationen für eine optimale Diagnostik. Sie kommen wegen Beschwerden in Ihrem Knie zu uns. Ich habe Probleme mit dem Knie. Seit wann haben Sie die? Naja, das ist schon jetzt über 5 oder 6 Jahre her. Mhm. Aber seit 2 Jahren intensiv befasse ich mich damit. Bis dahin können Sie es beugen und machen Sie es mal so gerade wie möglich. Ja, da ist auch Flüssigkeit in Ihrem Gelenk. Und der Schmerzpunkt ist vor allen Dingen innenseitig. Ja, gell? Ja, Herr Weber, genauso wie wir uns das bei der klinischen Untersuchung schon gedacht haben, haben Sie einen schweren Verschleiß Ihres Kniegelenkes erlitten. Sie sehen es hier, dass hier zwischen dem Oberschenkel und dem Unterschenkel überhaupt gar kein Gelenkspalt mehr vorhanden ist. Was man machen kann, ist letztlich, dass man so ein Kunstgelenk implantiert. Wenn wir das Kniegelenk eröffnen, dann werden wir das Knie entsprechend Korrekturosteotomieren. Das heißt, die Fläche des Unterschenkels und die Fläche des Oberschenkels wird entsprechend zugesägt, dass diese Implantate genau dort reinpassen und das Bein hinterher aus der O-Bein-Position wieder in ein gerades Bein überführt wird. Diese Implantate werden dann nach Präparation fest im Knochen einzementiert und dann kann sich Ihr Gelenk wieder so bewegen. So, hallo Familie Weber. Nach der eingehenden Untersuchung werden Ihre Daten vervollständigt. Zusammen mit der OP-Planung finden Sie Ihren Wunschtermin für die OP und das Patientenseminar, das in der Regel eine Woche vor dem OP-Termin stattfindet. An diesem Tag sollten auch die Voruntersuchungen stattfinden. So, Herr Weber, dann erkläre ich Ihnen gerade noch den Ordner, wo Sie von mir mitbekommen. Sie erhalten einen Informationsordner, in dem Sie sich zu Hause noch einmal alles in Ruhe durchlesen können. Während des etwa einstündigen Patientenseminars stellen sich alle am Prozess beteiligten Disziplinen den Patienten vor, erläutern den Ablauf der einzelnen Stationen und beantworten Fragen. Die frühe Mobilisierung ist ein wichtiger Bestandteil der schnellen Heilung und somit auch Hauptkonzept des Rapid Recoveries, der schnellen Genesung, weil es nämlich Komplikationen vermeidet, vor allem Thrombosen. Es regt den Kreislauf an, es erweitert die Beweglichkeit, damit eben der Körper gleich an das Kunstgelenk gewöhnt werden kann. Die eigentliche Betäubung bei Operationen an der Hüfte oder in Ihrem Fall am Knie, bei uns hier in der Vulpius Klinik, wird in der Regel eine Teilnarkose sein. Der Fachausdruck ist Spinalanästhesie. Die Motivation, das Bett zu verlassen, jeden Tag zu laufen, jeden Tag die Übungen regelmäßig zu machen, diese Motivation muss natürlich von Ihnen, muss vom Patienten selbst kommen. Im Anschluss an die Patientenschulung üben die Physiotherapeuten mit Ihnen den Umgang mit Gehhilfen und erklären die einfachen Übungen auf dem Aktivitätspfad. Hier wird sichergestellt, dass der Patient die Übungen bereits vor der OP beherrscht, sodass eine sichere Erstmobilisierung bereits 3 bis 6 Stunden nach der Operation stattfinden kann. Also ich habe mit meiner Frau das Patientenseminar besucht, um für mich erstens Aufklärung zu bekommen und verschiedene Fragen, die ich habe, einfach abzuklären. Der Vorteil des Patientenseminars ist, dass die Patienten die Abläufe der Klinik kennenlernen, bereits vorab. Zusätzlich durch die Gangschulung kann er natürlich schon zu Hause üben, wie er mit den Gehstöcken umgeht und kann dadurch schneller und sicherer mobil werden. Ich kann es nur jedem Patienten empfehlen, das zu besuchen. Am selben Tag startet der Untersuchungszirkel. Sie gehen in die pflegerische Aufnahme. Hier werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Es wird Blut abgenommen, Ihr Hautstatus festgestellt, eine Sensibilitätsprüfung und ein EKG durchgeführt.
Röntgenbilder werden angefertigt und können im System vom Arzt aufgerufen werden. Bei Ihnen sind am Kniegelenk beide Gelenkanteile verschlissen und bei den Patienten muss man eben ein gesamtes Kunstgelenk einsetzen. Herr Weber, mein Name ist Krengel. Ich gehöre zu den Narkoseärzten. Man kann einmal eine Vollnarkose machen oder eine Teilbetäubung machen. Unsere Aufgabe ist es, das Risiko so klein wie möglich zu machen. Dementsprechend versuchen wir natürlich, für Sie das sinnvollste Verfahren zu empfehlen. Was wir hier verfolgen, dieses sogenannte Rapid Recovery Programm, der Patient wird Teil des Genesungsprozesses und Sie müssen sich dort aktiv beteiligen. Das hat den ganz, ganz großen Vorteil, je eher Sie sich selber mobilisieren oder mobilisiert werden durch unsere Physiotherapeuten, desto geringer ist der Anteil der Schmerzsensationen, die Sie haben. Das Schmerzniveau sinkt deutlich und messbar, wenn Sie Ihren alten, normalen Bewegungsrhythmus wieder erreichen. Bei unserem Sozialdienst wird der Antrag für die Reha, die sogenannte Anschlussheilbehandlung, ausgefüllt. Guten Morgen. Guten Morgen. Weber, mein Name. Ich möchte mich anmelden zur OP. Am Tag der OP werden Sie stationär aufgenommen und dürfen sofort Ihr Zimmer beziehen. Ihr Operateur besucht Sie vor der OP auf Station und erklärt Ihnen das weitere Vorgehen. Dann können wir loslegen. Dann legen wir los, jawohl. Gut. Pfeil ist auf dem Oberschenkel drauf. Jawohl. Pfeil haben wir. Jawohl, wunderbar. In der OP-Schleuse werden anhand einer Sicherheitscheckliste nochmals alle Daten überprüft. Sie werden am EKG-Monitor angeschlossen und bekommen eine Infusion. Dann erfolgt die Spinalanästhesie. So, morgen. Guten Morgen. Herr Weber, auf geht's. Mit einer feinen Kanüle wird das Betäubungsmittel schmerzfrei in den Rückenmarkskanal gespritzt. Die Beine werden warm, schwer und taub. Danach bekommen Sie ein Schlafmittel. Damit der Patient nach der OP weitgehend schmerzfrei ist, wird das operierte Gelenk noch während der Operation mit einem lokalen Betäubungsmittel umspült. Ihr operiertes Gelenk wird nach der Operation geröntgt. Danach kommen Sie auf die Wachstation. Hier schlafen Sie Ihre Narkose aus, während wir Ihren Kreislauf überwachen. Eventuell erhalten Sie noch Infusionen und gegebenenfalls weitere Medikamente gegen Schmerzen. So, Herr Weber, wie geht's? Ja, alles gut überstanden? Angenehm, ja. Operation verlief wunschgemäß. Sie sehen, der Oberschenkel ist genauso künstlich ersetzt, wie wir das besprochen haben. So geht mir es gut. Dementsprechend, ich warte halt jetzt, dass Leben wieder unten reinkommt. Wenige Stunden nach der OP beginnen Sie mit der Frühmobilisation und bewegen schon mal das operierte Bein. Wenn vom Kreislauf her alles in Ordnung ist, werden Sie mit Hilfe des Gehwagens ein paar Schritte im Zimmer laufen und eventuell auch schon zur Toilette gehen. Wenn es Ihnen gut geht, können Sie noch am selben Tag das Bett verlassen und im Aufenthaltsraum mit anderen Patienten essen. So, guten Morgen, Herr Weber. Wie sieht's denn schmerzmäßig aus im Moment und wie ist es Ihnen, seit Sie wieder zurück sind auf der Station, von den Schmerzen her ergangen? Also Schmerzen fast kein. Okay. Also, es gibt ein kleines Brennen entsprechend, aber sonst schmerzfrei im Prinzip. Gab es irgendwelche Probleme beim Aufstehen, beim Mobilisieren? Kreislaufmäßig, Übelkeit, Erbrechen, irgend sowas? Überhaupt nicht. Gar nichts? Gar nichts. Super. Einwandfrei. So soll es sein. Alles gut überstanden? Alles gut überstanden, fühle mich wohl. Zeigen Sie doch einmal, was Sie machen können. Können Sie das Bein gestreckt hochheben? Wunderbar. Und wie weit kriegen Sie schon krumm? Wir machen da keinen Stress. Übungen, die Sie machen können, die Sie selber machen können, ist, Sie setzen sich an die Bettkante, lassen das Knie pendeln. Prima. Gut. Gerne. Wir haben 5 Entlasskriterien definiert. Das ist einmal, die Wundverhältnisse müssen natürlich reizlos sein. Der Patient muss ohne Hilfe
aus dem Bett und in das Bett kommen. Der Patient muss ohne Hilfe sich an- und auskleiden können. Der Patient muss ein sicheres Gangbild mit den Unterarmgehstützen haben. Und der Patient muss schon mal Treppensteigen geübt haben. Schon einen Tag nach der OP machen Sie die Ihnen gezeigten Übungen auf unserem Aktivitätspfad. Er macht absolut super Spitzenklasse. Er kann sein Bein fast 90 Grad beugen, er kann es strecken, er kann mit Stöcken laufen. So wünscht man sich's. So, Herr Weber, das haben Sie gut gemacht. Die Behandlung ist noch nicht zu Ende. Es muss noch weiter trainiert werden, bis die Funktion des Kniegelenkes genauso ist, wie wir uns das wünschen. Okay, hab ich keine Sorge. Ich wünsche alles Gute, gell? Ich habe die Reha hinter mir. Meine Entscheidung, die Vulpius-Klinik zu nehmen, war sehr gut. Die OP ist gut gelungen. Ich freue mich, dass ich schmerzfrei hier wieder in meinem Garten tätig sein kann, dass ich mit meinen Enkeln auch hier spielen kann im Garten. Und die Gesundheit ist für mich momentan das Wichtigste. Unser Ziel ist natürlich die bestmögliche Versorgung all unserer Patienten auf allerhöchstem medizinischen Niveau. Und dabei hat uns Rapid Recovery als interdisziplinärer Behandlungsansatz für die Patienten, die sich einer Hüft- und Knieoperation unterziehen, enorm geholfen. Für mich ist Rapid Recovery einer der Meilensteine in der Entwicklung der Endoprothetik und hat uns entscheidend weitergebracht, die Behandlungsqualität zu steigern, Komplikationen zu vermeiden und auch unsere Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Und das ist das, was wir wollen. Die bestmögliche Versorgung auf allerhöchstem Niveau.